Bei mir dieses Hauptwort ist immer Bewusstsein. Das fehlt einfach den meisten. Ich muss mal eins ganz klar hier sagen, diese Kinder werden kriminalisiert. Ich bin stolz, von da und da an da zu kommen. Diese Lobby ist das, was gebildet werden muss hier gerade. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Aria. Herzlich willkommen zu den Hyped Sessions presented by Beats by Dr. Dre. Das mache ich natürlich nicht allein. Ich werde immer tolle Gäste am Start haben heute zum Start. Drei wunderbare Leute. Zum einen freue ich mich extrem auf die einzigartige Schauspielerin und Kabarettistin, die meisten von euch unter ihrer Rolle Gillette Eiche kennen werden. Herzlich willkommen, Idil Beidal. Dankeschön. Vielen Dank. Walla, wo ist mein Klatschen? Was ist los? Hammer, ich liebe es jetzt schon. Außerdem zu Gast einer der interessantesten Rapper in Deutschland, Sugar MMFK. Es gibt ja Leute, die sagen, wir hätten in Deutschland keinen Rapper auf Kendrick Lamar-Niveau. Ich behaupte doch, wir haben ihn. Herzlich willkommen. Ich freue mich extrem auf Sirius Klein. Okay. Ich seid ihr gesund, munter, geht's euch allen gut? Gibt's Sachen, auf die ihr euch besonders freut 2021? Ich bin gerade umgezogen von Hessen nach meinem geliebten Berlin und mir geht's Gott sei Dank gut. Meine Familie ist gesund, was ja auch immer wirklich sehr wichtig ist. Shukr Allah, alles Jackpot. Ja, bei mir ist soweit auch alles gut. Wir werden jetzt nächstes Jahr schon Anfang des Jahres direkt mit einem Album kommen auch. Und stark. Einfach wieder ein bisschen die Wut rauslassen, auch einfach auf Songs. Diese ganze Frustration, diese Corona hat wirklich viel kaputt gemacht. Deshalb, da sind auch aber gute Songs entstanden in der Zeit. Hammer. Was geht bei dir, Siri? Gibt es schon Sachen nächstes Jahr? Ich habe viel Zeit mit meiner Familie verbracht, viel in mich gegangen, viel meditiert, viel dazugelernt, gewachsen und so, weißt du. Deswegen würde ich diesen Wachstum nächstes Jahr weiterführen und das Album zu Ende bringen. Es kommt neue Musik, das ist so, wie das nächste Jahr aussieht. Ein paar Projekte in Ghana, neuer Kurzfilm und sowas alles. Oh, nice. Crazy. Okay. Und es gab ja zwei Themen gefühlt dieses Jahr, die unser ganzes Handeln, Denken, alles beeinflusst haben. Zum einen natürlich diese zwei Lockdowns. Nicht zuletzt durch eine starke Black Lives Matter-Bewegung 2020 wurden Menschen überall auf der Welt dazu bewegt, mehr zuzuhören, mehr zu sprechen, mehr zu lernen und zu lesen und mehr unser alltägliches Leben zu reflektieren. Und genau darum soll es hier gehen. Sugar, Idil, Siri, ihr seid alle genau wie ich geboren und aufgewachsen in Deutschland. Eure Eltern allerdings nicht, genau wie bei mir. Deswegen, ich bin mir sicher, es gab für euch, genau wie für mich, irgendwann in der Kindheit so den Moment, wo man realisiert hat, so okay, irgendwas ist bei mir anders als bei den anderen Leuten. Ja, wer dich darauf aufmerksam macht, ist immer der, der nicht so ist wie du, also White People. Aber tatsächlich ist es so, dass ich als Kind das immer wenig bemerkt habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, je älter ich werde, desto mehr bin ich nicht zugehörig. Ist ja ein Phänomen, ist ja phänomenal, dass das tatsächlich so läuft. Ja, das ist tatsächlich absurd, weil man ja eigentlich davon ausgehen würde, die Kurve läuft andersrum. Also je älter man wird, je länger man Zeit hier verbringt, desto mehr fühlt man sich zugehörig. Ich bin in so einem Dorf groß geworden, weißt du, ich meine, so in Recklinghausen, Erkenschwick. Und ich war so gefühlt der einzige schwarze kleine Junge, so, weißt du, ich meine. Das heißt, ich musste mich jeden Tag boxen. Du kommst in die Grundschule, man sagt was Dummes und du musst dich auch beweisen, weißt du, ich meine. Das heißt also so, ja, Mann. Also es war schon so ein Tagesding. Dann gab es auch so, in meiner Gegend gab es halt so eine Gegend, da waren viele, viele rassistische Leute unterwegs, weißt du, ich meine, so. Und wenn du dann da durchgegangen bist, dann war automatisch, du musstest dich fetzen, so, weißt du, deswegen ist das so, es gehörte schon zu meiner Kindheit, so. Sugar, du hast mal Geschichten erzählt, da sind erniedrigende Sachen teilweise passiert in der Schule, wo zum Beispiel ein Lehrer mal einen Mülleimer über deinen Kopf ausgeleert hat. Da realisiert man vielleicht später erst im Leben, dass das nachhaltige Folgen auch auf einen hinterlässt. Also bei mir, in meinem Fall war das ja, ich glaube schon in der ersten oder zweiten Klasse. Ich habe das so eher spielerisch empfunden, weil die ganze Klasse hat gelacht und ich habe auch nicht gesehen, dass irgendwie was Schlimmes passiert ist. Einfach die Geste an sich, die habe ich auch erst später verstanden. Dadurch, dass Mitschüler mit ihren Eltern gesprochen hatten und so erzählt haben, was da passiert ist und dann die Eltern zu meiner Mutter gekommen sind und dann meine Mutter mit mir gesprochen hat und dann so voll aufgebracht war und am Weinen war und alles, da habe ich halt gemerkt, da ist einiges schiefgelaufen so. Von dem Moment an habe ich halt auch direkt so eine Barriere aufgebaut, weil es gab nie die Möglichkeit, diese Frau auch zur Rechenschaft zu ziehen. Sie wurde direkt beurlaubt, irgendwie kam nicht mehr dies und das. Ich musste damit klarkommen, ich musste lernen, damit umzugehen und hatte dann von vornherein immer ein Problem mit Frauen, die in einer, wie sagt man, Autoritätsperson waren, weißt du? Ja, das ist crazy, Idil, du hast an einem Brennpunkt auch schulische Erfahrungen sozusagen gesammelt, vielleicht aus einer anderen Perspektive, als man noch als Kind in der Schule unterwegs ist. Ich muss mal eins ganz klar hier sagen, diese Kinder werden kriminalisiert.
Das sind keine dummen Kinder, das sind keine Hauptschulkinder. Ich habe da keine gewalttätigen Kinder erlebt. Ich habe da auch keine dämlichen Kinder erlebt. Ich habe da hochintelligente Kinder gesehen, die man einfach wie in einen Zoo in so eine Hauptschule gepackt hat. Ganz klarer Fall, Kriminalisierung von jugendlichen Kindern, von kleinen Kindern, speziell deswegen, weil sie eben auch migrantische Kinder sind oder migrantisierte Kinder sind und nicht die gleiche Förderung bekommen. Also ganz eindeutig. Ich war in der Grundschule und hatte ein Mädchen mit Kopftuch, die hatte einen Durchschnitt von 2,0 und die hat man auf eine Hauptschule empfohlen. Hauptschule mit 2,0 Durchschnitt. Also das sind so Erfahrungen, die mir mein Herz gebrochen haben, aber natürlich auch mich so wütend gemacht haben, dass ich auch mit meiner Geschichte und mit diesen Geschichten losgegangen bin und mit Gillette wirklich jedem eine in die Fresse gehauen habe. Boah, ich muss sagen, so bei mir war das eigentlich immer so. Zum Beispiel hat dann meine Lehrerin gesagt, geh lieber auf die Realschule, geh nicht aufs Gymnasium. So, weißt du, ich meine so, weil der ist zu auffällig, der ist zu laut. Und abgesehen davon gab es ja noch mal meine schulische Leistung. So, weißt du, ich meine, so, das hat schon früh angefangen, gerade durch dann einen. Vielleicht war ich der Klassenclown, vielleicht war ich laut. Aber das hat auch schon ein bisschen damit zu tun gehabt, dass ich anders war, so weißt du, ich meine? Es gibt ja ein übertrieben prominentes Beispiel gerade. Das Ehepaar Urşay und Özlem Türeci, die für den Impfstoff gegen Corona krasse Arbeit geleistet haben. Da geht gerade so ein Zitat durch die Medien, wo der Urşay erzählt, hey, ich hab, glaube ich, damals auch eine sehr, sehr schlechte Weiterempfehlung bekommen. Da musste mein deutscher Nachbar einschreiten und sagen, hey, der Junge muss aufs Gymnasium, so, der hat's drauf. Es ist halt einfach ein strukturelles Ding, so, weil du musst mal überlegen, wie viele Leute zu dieser Zeit gab es auf dem Gymnasium, die schwarz waren zum Beispiel, jetzt in meinem Fall. Das heißt, man kann sich das überhaupt gar nicht vorstellen, weißt du? Das ist genau das Ding, auch wenn ich jetzt in der Hut rumlaufe, wenn ich die kleinen Kids sehe, ich sehe, die leben eigentlich genau das, was wir gelebt haben, aber einfach, weil die haben diese Vorbilder in diesen großen Positionen, sehen die diese Leute nicht, weißt du? Denken sich, okay, ich werde einfach Rapper, weil der eine aus meiner Hut hat es auch geschafft, Rapper zu sein, aber er ist kein Akademiker geworden, so mäßig, weißt du? Vergesst, weißt du, Gymnasium ist so für die weißen Kids, für die deutschen Kids. Ist eine sehr gefährliche Mischung aus Rassismus, Klassismus natürlich und einfach auch ein Bildungsproblem. Weil wenn man schaut, was dann in den Schulen passiert, natürlich reden wir viel und beschäftigen wir uns extrem viel in unserem Bildungssystem mit der Shoah, mit dem Dritten Reich. Auch da kann man ja aktuell sehen, man kann sich nie genug damit beschäftigen. Aber was im Gegensatz dazu natürlich sehr wenig Behandlung findet, ist die Kolonialgeschichte Deutschlands in Afrika. Darüber wird kaum gesprochen. Das hat natürlich auch einen elementaren Einfluss auf unser Zusammenleben, so bis heute. Ey, ich muss dir ganz ehrlich sagen, manchmal habe ich so das Gefühl, es wird dir das erzählt, was du wissen musst. Und du gibst dich auch damit zufrieden. Verstehst du, was ich meine? Weil wir haben ja, so, wann haben wir denn angefangen, so Sachen so richtig zu hinterfragen? Verstehst du? So, zum Beispiel, ich war in Namibia, weißt du? Und das ist deutsche Kolonie. Und ich sag dir ganz ehrlich, so, du hast wirklich, wirklich diese Strukturen gesehen. So, du warst in dem, also wirklich in der Hood, so, da waren die Schwarzen. Und dann hast du die Hills gehabt und da haben halt die Weißen gelebt, so, weißt du, ich meine. Und gerade da habe ich gesehen, so, wie krass dieser Klassismus, dieser Rassismus noch vertreten ist. Gerade in Namibia, so, weißt du. Hier bei uns ist es halt so, es ist deutlich, aber es ist so, wenn du es nicht hinterfragst, subtil, dann denkst du, es ist okay. Da ist einfach dieses Interesse dem schwarzen Mann gegenüber, da ist nur Ignoranz, weißt du? Zu wissen, was in Afrika passiert ist oder was ein Afrikaner ist, weißt du? Früher hat mich immer gestört, dass man einfach gesagt hat, ja, zum Beispiel, das ist der Türke, das ist der Russe, das ist der Deutsche und das ist der Afrikaner, weißt du? Jetzt hinterfragen wir das, jetzt mit George Floyd, jetzt geht's um Polizeigewalt. Aber diese ganze Problematik, die fing schon an 1884 mit Berlin-Konferenz, als man gesagt hat, hör mal zu, hier, das ist Afrika und wir teilen das jetzt auf. Weil da, wo ich, man nennt das jetzt Angola, ne? So, ich bin Bakongo, weißt du? So, wir sind Bantus. Aber man hat gesagt, okay, wir teilen das jetzt auf, du kriegst dieses Stück, du kriegst dieses Stück. Und da fängt das an. Einfach dieses Bewusstsein, das finde ich gut, durch dieses Black Lives Matter, durch George Floyds Tod. Auch wenn es sehr traurig ist, dass es erst dadurch ein Bewusstsein, dass die Leute erst dadurch anfangen, ein Bewusstsein zu schaffen. Sugar, du bist beispielsweise bei Universal gesigned. Siri, du machst dein Ding übertrieben independent. Was glaubt ihr, wie wichtig ist diese Balance zwischen den zwei Dingen, die ihr macht? Also zum einen Sugar Du, der beispielsweise in so eine etablierte, traditionelle Struktur wie ein Major-Label reingeht und versucht halt in diesen Institutionen Dinge zu ändern von innen. Und auf der anderen Seite Siri, was du machst, eine Plattform selber zu bauen, um sich und seine Kultur selber zu ermächtigen. Weil ich glaube, es ist beides sehr wichtig.
Wir müssen auf allen Ebenen einfach Vorbilder haben. Ob du jetzt independent gemacht hast, ob du jetzt mit einem Major-Label gemacht hast, das sind alles Wege, wo man sieht, okay, es ist möglich, das ist möglich und das ist auch möglich, weißt du? Was mir immer gefehlt hat, war, natürlich hatten wir Vorbilder, verstehst du, was ich meine? Aber für mich persönlich, bin ganz ehrlich, waren das eher so Quotenschwarze, verstehst du? Die waren nicht so, ey, ich komme aus Kongo, ich komme aus Ghana. Die haben das nicht für mich repräsentiert. Und das hat mir gefehlt, verstehst du? So, und bei den Bantus zum Beispiel, großes Lob an euch. Guck mal, die können bei Universal sein, aber die sind schwarz. Verstehst du, was ich meine? So, das waren schwarze Jungs, die im Kollektiv gekommen sind und das hat mir gefehlt. Zum Beispiel, wir waren auf dem Splash, ja. Bin direkt zur Desk gegangen und hab gesagt, ey, Bro, was ihr macht, ist heftig. Verstehst du? Das hat mir gefehlt in Deutschland. Ich wünsche mir, dass noch mehr Schwarze auch diese Möglichkeiten nutzen, weißt du? Dass sie diese Wege erkennen und rauskommen. Das heißt, wir müssen auch auf allen Ebenen stark sein. Weil nur so können wir auch wahrgenommen werden, weißt du? Wenn wir diese Position annehmen, wie ich damals, dass mir in dem Fernsehen ganz klar gezeigt wurde, dass die Schwarzen nur Gangster sind. Du siehst keinen Schwarzen im Fernsehen, der irgendwie was Großes ist, weißt du? Wo man sagt, okay, der macht was Legales und sowas. Wir brauchen halt Leute, zu denen die kleinen Schwarze, die Generation, ob Mädchen, Junge, zu denen die hochschauen können und die sagen, ey, das ist cool, von da und da zu kommen. Ich bin stolz, von da und da und da zu kommen. Diese Lobby ist das, was gebildet werden muss, die gerade in Deutschland, weißt du, ich meine? Moment, ich muss ganz kurz was sagen. Ich denke, was ganz wichtig ist in der jetzigen Zeit, ich gebe euch absolut recht, wir müssen Kreisläufe schaffen, wo wir uns empowern können. Aber ich glaube, das Kriterium, um aus dieser rassistischen Scheiße rauszukommen, ist tatsächlich zu sagen, okay, wer ist geistig auf der Ebene zu sagen, das will ich nicht. Egal wie ich aussehe, das will ich nicht. Ich werde nur mit Leuten kooperieren, die diese Geisteshaltung haben. Wir müssen kommen zu einer Haltung hier, hier und hier im Herzen. Und wenn wir dazu kommen, dann schaffen wir das, dieses System zu überwinden. Das schaffen wir wirklich nur, wenn wir Kooperationen schaffen mit untereinander Menschen, wo wir wissen, Dicker, sie weiß das, der weiß das und wir wollen da raus. Ja, und was wir finanzieren und was wir unterstützen, ist eben genau eine bestimmte Mentalität und Haltung. Das ist wichtig. Wir werden nur funktionieren, wenn wir das in einem Kollektiv machen. Auch bei den Eltern. Damals sind Eltern gekommen und haben gesagt, du musst dies werden, du musst das werden. Weil man denen das so vorgelebt hat. Entweder du bist Anwalt oder du bist Arzt. Verstehst du, was ich meine? Ich war halt der Junge, der dann gesagt hat, ey, guck mal, ich mache Musik und zeige dann meinen Tanten, meinen Onkels, der und der hat Musik gemacht und es ist cool gewesen. Es ist ja auch okay. Weißt du, ich meine? Das ist halt so das, was ich mir zur Aufgabe mache. Und wir sind jetzt diese Leute, die jetzt diese Moves machen, für die jüngere Generation, dass sie sehen, der war vielleicht mal illegal, aber der hat jetzt auch seinen Weg gefunden und macht auch jetzt was Gutes, was die weiße Bevölkerung braucht. Ne? Wir sprechen von weißer Bevölkerung. Es ist ja nicht jeder daran beteiligt gewesen, an diesen Sachen. Es gibt in diesen Generationen, die meisten können ja gar nichts dafür. Weißt du? Aber ich meine einfach damit, die Leute, die davon profitieren, ich, du, die müssen ein Bewusstsein haben, wo das alles herkommt. So, genau. Und erst mit diesem Bewusstsein fängt man an zu verstehen, wie man die Sache bekämpfen kann. Deshalb denke ich, selbst die Afrikaner müssen ein Bewusstsein haben, dass es Afrikaner sind. Auf jeden Fall. Und auch die Afrikaner, die in Deutschland sind, müssen trotzdem verstehen, ich bin Afrikaner. Guck mal, man wollte mich abschieben, obwohl ich mich 100% deutsch gesehen habe. Weißt du, was ich meine? Das heißt, ich bin nie deutsch in den Augen. Weißt du, was ich meine? Und ich bin hier geboren und habe gesagt, ich bin deutsch, aber das wollte man nie. Das wollte man nie hören. Du musst trotzdem wissen, wer bist du und wo kommst du wirklich her und was sind deine Wurzeln? Und warum bist du in dieser Situation? Warum sehen die Leute dich so? Sag ich mal, du siehst jetzt einen Afrikaner, einen Schwarzen, der Türkisch spricht. Du denkst, wow, weißt du? Wow, das ist nicht normal. Und so sehen die Deutschen mich auch. Die sagen auch, krass, du redest aber gut Deutsch. Und das ist einfach, jetzt habe ich das gecheckt. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich habe es gecheckt. Ich habe es gecheckt. Und das ist das. Erst musst du dir selber bewusst sein, dass etwas nicht richtig gelaufen ist. Aber diese Leute müssen auch checken, warum du hier bist. Du bist hier, weil du deine Ressourcen hinterherjagst. Weil du aus deinem Land flüchten musstest wegen Krieg. Weil da die Wirtschaft komplett desolat ist. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Weil, Bruder, mir ist hier immer kalt. Es ist, die Heizung ist an, es ist kalt. Afrika ist wahrscheinlich schön warm. Alles schön und gut. Aber ich bin gerne in Deutschland, weil ich kenne auch nichts anderes. Verstehst du? Ich bin deutsch. Ja. Aber man hat mir gezeigt, du musst trotzdem wissen, was Afrika zu bieten hat
und warum du so gesehen wirst, wie du gesehen wirst. Weißt du? Eins, was wir vier alle gemeinsam haben, ist, dass wir sehr, sehr nah sind an der Hip-Hop-Kultur. Hip-Hop basiert auf schwarzer Kultur, unser Talk, die ganze Plattform, alles, was uns umgibt. Trotzdem macht es halt den starken Anschein, viele Leute würden schwarze Kultur lieben, aber nicht schwarze Menschen. Das zeigt sich ja gerade hierzulande sehr oft bei kultureller Aneignung von Hip-Hop-Artists. Weiße Rapper, die immer noch das N-Wort droppen in ihren Songs. Idil, weil du das gerade auch angesprochen hattest, wo siehst du da Anknüpfungspunkte, die am effektivsten sind, das umzukrempeln hier in Deutschland? Also das, ich kann dir nur zustimmen, das merke ich natürlich auch. Und das ist so, läuft so unbemerkt. Ich kann jetzt nur erstmal von der Türkei sprechen. Gibt es einen harten Rassismus gegen Schwarze, auch welche, die natürlich noch aus kolonialen Gebieten in der Türkei groß geworden sind. Mhm. Und da ist noch kein richtiges Bewusstsein für entstanden. Aber das schaffen wir hier. Das schaffen wir eben durch Musik. Das schaffen wir eben durch diese beiden Menschen hier, die so geilen Hip-Hop machen, dass alle anderen daran teilnehmen wollen. Zeitgleich müssen wir aber auch dafür sorgen, dass sie sich darüber im Klaren sind. Also zu sagen, ey, ganz ehrlich, sorry, aber alles, was wir hier an Rassismus, Bewegung haben, haben wir schwarzen Menschen zu verdanken. Hätten sie die Wissenschaft nicht angeführt, würde es kein Achille Mbembe geben. Dann würde es hier scheiße aussehen für uns. Und das müssen wir einfach mal ganz klar sagen. Das, was wir Orientalen erleben, ist noch immer nicht so hart, wie das, was schwarze Menschen erleben. Aber wir können es nachvollziehen, weil wir eben merken, Dicker, die machen das mit mir genauso. Ach, so fühlt sich das an. Jetzt kann ich eine Erfahrung von Sirius verstehen. Das hier ist ein einzigartiger Ort, Leute. Das muss uns klar sein. Das hier, was wir hier machen, ist eine so derartig große Chance für eine globale Veränderung. Deshalb sage ich, immer wieder weitermachen, immer wieder weiterarbeiten und immer wieder darauf beharren. Dicker, praise me. And then you can take my shit. Aber nicht, Alter, nehmen. Kulturelle Aneignung. Du rennst mit Dreads durch die Gegend. Du machst Dings. So nicht. Ja, Mann. Was glaubt ihr, wo man anknüpfen kann, dass genau das nicht passiert, dass die Leute sagen, hey, ich mache Hip-Hop, also bin ich automatisch antirassistisch, was natürlich nicht der Fall ist. Es ist nicht mehr wie vorher. Es gibt definitiv einen Backlash, wenn du so eine Scheiße baust. So eine, du wirst zur Rechenschaft gezogen. So, du kannst nicht einfach irgendwie, so zum Beispiel wie Sugar das immer so schön macht, du musst dich entschuldigen, du hast so und so lange Zeit, bis du dich entschuldigt hast. So, du kannst das nicht mehr so machen wie damals, weißt du? Für mich muss einfach noch klarer gemacht werden, dass das nicht okay ist. Ihr habt 1000 Privilegien. Das ist das Privileg, was du nicht hast. Verstehst du? Respektier das. Mhm. Ich möchte mich nicht klein machen, damit du mich respektierst. Verstehst du, was ich meine? So, ich verhalte mich ja nicht asozial. Bei mir dieses Hauptwort ist immer Bewusstsein. Das fehlt einfach den meisten. Die Leute, die juckt das nicht mehr. Die sind alle in ihre Komfortzone zu Hause, weißt du? Die chillen, die wissen nicht, wo das alles herkommt, Bruder, weißt du? Die essen einfach dieses Rind, was da einfach da liegt. Die wissen nicht, wo das herkommt, Bruder. Die geben diesen ganzen keinen Respekt, Bruder. Weißt du? Die geben nichts, gar nichts, Bruder, gar nichts Respekt. Weißt du, ob das Schmuck ist, ob das Mode ist, ob es Klamotten ist. Die wissen nicht, wie es hergestellt wird, wo es herkommt. Nix, Bruder. Weißt du? Black Artists, wo das alles hergekommen ist und was die Leute überhaupt alles dafür getan haben, um diese Musik machen zu können, weißt du? So, es ist oft immer so die Diskussion so, boah, sollen wir das N-Wort jetzt sagen, sollen wir es nicht sagen? Ich möchte, das ist doch scheiße, wenn ihr das unter euch sagt. Guck mal, wenn wir unter uns das sagen oder ob wir es nicht sagen sollen, das sollte auch unter uns diskutiert werden. Das ist in der schwarzen Community wird das diskutiert. So, und das ist so meine Meinung, die ich dazu habe. Jeder Künstler, der das Wort sagt oder der das Wort nicht sagt, am Ende des Tages ist es aus seiner Perspektive geschrieben. Ich muss nicht mit dir, non-black person, diskutieren, ob ich es sagen sollte oder nicht, damit du mich respektierst. Das ist für mich so mein Standpunkt. Beste. Ja. Punkt. Ne? Dem ist nichts hinzuzufügen. Das Wort ist einfach beleidigend, Bruder. Weißt du? Du kannst das in keiner Weise irgendwie rechtfertigen, das Wort zu benutzen. Es gibt weiße Leute, die tatsächlich wirklich sich den Arsch aufreißen, um irgendwie Bewusstsein zu schaffen. Ich denke nur an Jane Elliott. Alter, diese Frau ist phänomenal, die seit den 50ern das schon macht. Die hat dieses Blue Eye Project, wo sie weißen Leuten mal zeigt, wie das ist, was da eigentlich gemacht wird, was da subtil eigentlich mit schwarzen Menschen und dunkelhäutigen und braunen Menschen, POCs, BPOCs gemacht wird. Mir ist klar geworden, wir müssen wirklich gute Kooperationen schaffen. Und da komme ich wieder auf die Mentalität zu. Eine Jane Elliott, die es weiß. Aber diese Frau hat einen Beitrag geleistet, der für uns alle wichtig ist. Genauso wie Angela Davis einen Beitrag geleistet hat, der unfassbar wichtig ist. Ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich immer wieder, nicht die Person, die Lehre, was sagt sie? Not the messenger, the message. Und das ist immer irgendwie etwas, wo ich auch noch mal sagen muss, Dicker,
wenn du dich mit einem Weißen besser identifizieren kannst und das besser aufnehmen kannst, because he looks like you, dann bitteschön, nimm. Aber dann nimm eine Jane Elliott. Eins ist auch klar, natürlich haben weiße Menschen Schwierigkeiten, das zu verstehen. Natürlich haben Orientalen Schwierigkeiten. Das ist eine hierarchische Struktur. Der Türke steht hier, der Afrikaner steht hier, der Deutsche steht hier, der Ami steht da. Und jede seine Dings kommt nicht klar, wenn einer von unten dir sagt, was Phase ist. Das merke ich ja an meiner Rolle. Ich bin ja hier auch der Kanake. Und wenn ich mit Almans rede und ich sage, guck mal, Bruder, das, fangen die an zu heulen. Die drehen durch, die rasten aus. Wenn das Gleiche ein Alman ihnen sagt, das Gleiche, dann sind die nur so, ja, stimmt. Ist mir scheißegal, wer das sagt. Hauptsache einer sagt es dir, Hauptsache du änderst dich. Khalas. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass wir uns dahin bewegen, dass die Leute aus ihrer Komfortzone rauskommen und sich mit diesen Dingen anfangen zu beschäftigen. Sich einfach für diese Dinge öffnen, weißt du? So. Und ich denke auch, dass Corona und diese ganze Situation auch viel damit zu tun hat. Weil die Menschen vieles hinterfragen. Überhaupt dieses ganze Wirtschaftssystem, überhaupt in was für einer Situation diese Leute sich quasi sicher gefühlt haben die ganze Zeit. Ich denke, es geht nicht nur um diese Geschichte Schwarz und Weiß. Ich glaube, es geht mehr darum, um haben, nehmen und nicht haben. Und so einfach muss man den Kindern das erklären können, dass sie verstehen, okay, der Afrikaner, der hatte was. Weißt du, er ist schon vorher zivilisiert gewesen. Wir haben Strukturen gehabt, weißt du, die haben wir einfach nicht mehr. Weißt du, wir sind so entwurzelt, sage ich mal. Wir sind so weit weg von uns selbst, weil einfach die Geschichte so falsch erzählt wird und wir selber langsam diese Story einfach so glauben müssen, um erfolgreich zu sein. Wenn dir jetzt erzählt wird, hör mal zu, die Wahrheit ist nicht die Wahrheit. Glaub die Lüge, dann wirst du erfolgreich. Dann glaubst du einfach die Lüge, um erfolgreich zu sein, weil die Wahrheit interessiert keinen. Und wir müssen es schaffen, dass die Menschen die Wahrheit interessiert. Jeder leistet seinen Beitrag, weißt du? Genauso wie Gillette Eiche, genauso wie Sirius, genauso wie du, Aria. Danke, Bruder. Weißt du, so die Leute sollten das nicht unterschätzen, dass wir hier einfach sitzen. Hier ist ein Journalist und jetzt hier Quotenkanaken und zwei Schwarze, die hier einfach versuchen, irgendwie auf Dings Besserwisser zu machen. Wir sind Leute, die versuchen, den Leuten ein Bewusstsein zu schaffen. Durch unsere Reichweiten, durch unser Bewusstsein, durch unser Standing. Es fängt alles klein an, aber es wird groß, glaub mir. Unfassbar starke Worte. Ich habe auch heute wieder sehr, sehr viel mitgenommen. Vielen, vielen Dank für eure ganze Zeit. Ich werde jetzt auch mal die Gillette Eiche verfolgen, weil ich höre, sie ist sehr, sehr gut unterwegs und setzt sich für sehr wichtige Sachen ein. Und auch dem Sirius Klein werde ich auch folgen. Einfach mal so, das schon, hier fängt die Community an, weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Hier fängt der Weg an, dass die Community einfach nur positiv bleiben, weißt du? Ey, und wenn ihr eure Alben droppt, bitte schickt mir alles, damit ich auch ein Teil sein, das weiter zu verbreiten. Bitte schickt, bitte. Safe, wirklich. Safe. Generell checkt die Sachen aus von Sugar, von Sirius Klein, von Idil Beidar in allen Rollen, in allen Projekten. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart heute. Ich weiß, es ist ein bisschen ungewohnt. Danke, Ari, bester Mann. So eine krasse, Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ich weiß, es ist ungewohnt, so eine krasse Gesprächsrunde hier über Kameras und so zu machen, aber so Gott will, demnächst können wir uns auch endlich mal face-to-face sehen. Vielen, vielen Dank. Ja, bleibt gesund und genießt eure Weihnachtszeit. Du auch, Mann. Ihr auch, Mann. Dankeschön. Ebenso. Bye. Haut rein. Peace. Ciao.